Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute ja mal was anderes. Ich bin nämlich in Skype, hab den Booster am Start. Jo, na, Männer. Den Eismann. Abend. Oh, den sehr motiviert. Hallo. Und das Cellphone. Der ist gerade nicht da, der hat sich abgemeldet vor allem. Auf jeden Fall, wir machen heute ja einen Führerscheintest für die Klasse B. Nee, ich nicht. Ja, du nicht, du. Na klar, du auch. Ja, der gibt den Link, ich mach mit, ich fall so Link durch. Steht in Skype. Okay. Und dann musst du halt so oft aktualisieren, bis du Testbogen Nummer 8 hast, damit wir alle das gleiche haben. Ich glaube, da gibt es nur 10, habe ich rausgefunden. Ich habe 5-mal aktualisiert, glaube ich. Das müsste eigentlich hinkommen. Irgendwie. Das hier ist, glaube ich, in Düsseldorf. Das zweite Bild ist, glaube ich, in Düsseldorf entstanden. Das ich treffe die Kästchen nicht. Hä? Sag mal die erste Frage. Die erste Frage ist, womit müssen Sie rechnen? Frage 1.1.02-018. 3 Punkte. Haben wir schon einen Grund genannt, warum wir das wieder machen? Da? Nein, da gebe ich auch gerne das Zepter in deine Hand. Gut, der Grund ist folgender, denn anscheinend bewegt sich unsere Zuschauergruppe in dem Bereich von, ich denke mal so, ja, 13 ist scheiße, ich denke mal so um die 17, 18 Jahre. Und ich denke mal, dieses Thema ist auch interessant, da auch ein paar ältere Leute hier sind, die vielleicht 10 Jahre älter sind und die das Ganze jetzt, ja, zum ersten Mal mal wieder machen, nach 10 Jahren oder plus. Und wir werden das jetzt einfach mal probieren hier live. Und also meinen Führerschein habe ich 1996 gemacht. Wie viele Fehlerpunkte habt ihr? Kommt das hin? Was? Wir haben noch gar nicht angefangen. Ja, 96. Nee, 97. 96 Fehlerpunkte. Nein, 1997 habe ich meinen Führerschein gemacht. Meiner ist 9 Jahre her. Ich habe noch den rosa Lappen. Ach, hör auf. Ich habe noch den guten rosa Lappen. Der gilt bestimmt gar nicht. Der gilt noch. Und echt? Da bin ich auch stolz drauf, weil ich darf einen LKW bis 7,5 Tonnen fahren. Stimmt. Ah, verdammt. Mhm. Das weiß ich noch. So, auf jeden Fall bedanke ich erstmal Kabel 1 für diesen wunderschönen Test. Friseur, wie sieht es aus? Bist du hier bei Klasse B, Test Nummer 8? Ach, Test Nummer 8? Boah, ich dachte Test Nummer 10. Warte. Nix kann er hier. Nee, nix kann er. So. Testpunkt Nummer 8, Klasse B. Ja, genau. Richtig. Womit müssen Sie rechnen? Frage 1. Ja, alles klar, habe ich. So. Ich lese mal die Frage vor, womit müssen Sie rechnen? Dann haben wir hier rechts dieses wunderschöne Bild mit der Fahrradfahrerin in ihrem extrem heißen, orangefarbenen Dress. Dann, nee, ich will ihn Facebook enden. Typ, der da mit dem Knopf die Straße überqueren will. Und wir müssen uns jetzt auswählen, womit wir rechnen müssen. Fußgänger, insbesondere Kinder, kommen plötzlich zwischen den Fahrzeugen hervor. Türen werden zur Straßenseite oft unachtsam geöffnet. Und anfahrende Fahrzeuge scheren unerwartet aus. So, jetzt klickt jeder auf die Antwortmöglichkeiten seiner Wahl. Ich habe es schon gemacht. Ihr dürft jetzt sagen, was ihr gemacht habt. Wir fangen jetzt mal mit dem Booster an. Ja, das ist eindeutig. Alle drei Antworten sind sowas von korrekt. Habe ich auch. Und, ja. So, das gebe ich so weiter. Wir gehen weiter zur der Buslinie 434 und wieder die Frage, womit müssen Sie rechnen? Friseur, hast du auch alle drei übrigens? Nee. Nee? Was hast du nicht? Ich hab das zweite nie angeklickt, aber wenn ich es mir jetzt so durchlese, stimmt. Ja, jetzt ist vorbei. Also du hast hier nur eine Chance. Also okay, komm. Lass mal nochmal, aber beim nächsten Mal müssen die Entscheidungen hier eisern gefällt werden. So, womit müssen Sie rechnen? Personen überqueren vor dem Bus die Straße. Personen rennen von links über die Straße, um den Bus zu erreichen. Oder der Bus fährt plötzlich rückwärts. Ich bin fertig. Ja. Haben wir alles. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin gerade noch am Überlegen, weil dass ein Bus jetzt ganz plötzlich rückwärts fährt, habe ich so noch nie erlebt. Und glaube aus. Nicht. Das nehme ich auch nicht. Ich habe die oberen beiden. Ja, ich habe es mal genommen, weil schaut euch mal nach vorne das Ding an. Der Bus steht schon ziemlich knapp. Also ich habe es angeklickt. Ich lasse es auch dabei. Ihr könnt es ja bei eurem Ding lassen. Ich habe es auf jeden Fall mal. Ja, stimmt, der könnte rückwärts fahren, aber ich habe auch der. Hast du schon mal einen Bus rückwärts fahren? Also ich habe noch nie einen Bus rückwärts fahren sehen. So. Na klar. Doch, wenn vorne die Piepst dann so schön so. Egal, Frage 3. Die Straße ist auf einem kurzen Stück vereist. Was sollen Sie hier möglichst vermeiden? Mit 170 km/h die Handbremse ziehen? Und dabei noch lenken, bitte. Beschleunigen, bremsen und oder Lenkbewegungen.
Alles drei. Alles drei. Genau. Das steht ja. Von selbst. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig fahren? Also da sind wir gerade beim Rheinfelsquelle in Wuppertal. So sieht das aus. 1500 Meter Höhe, ja. Die Antwortmöglichkeiten, weil die Fahrbahn glatt ist, weil die Sicht durch die Kurve behindert ist und weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden PKW verengt ist. Parkt der da überhaupt? Und nee, der fragt, fährt, oder? Ja, das ist halt jetzt einfach das Bild. Also er parkt. Wenn das bisher so ein Test ist, wo wir eh alles ankreuzen müssen, finde ich es langweilig. Das ist dumm, wenn das so wäre, ja. Ja. Ja, aber der parkt doch, nee, der fährt doch, oder? Ja, sicher. Ja, aber das ist, dann hängst du da wieder, weißt du, und dann musst du erstmal. Siehst du das Auto fahren? Nein. Das ist ein Bildmann, WTF. Wo ist zu schnelles Fahren besonders gefährlich? In unübersichtlichen Kurven, an Fahrbahnverengungen, an Bahnübergängen. Wie langweilig sind die Fragen? Mann, wollen die mich verarschen? Ja, echt. Also, da bestehen wir ja locker nochmal. Das ist fast so ein RTL-Test, oder? Wie durchfahren Sie enge Kurven? Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern, erst beim Übergang in der Gerade wieder beschleunigen, erst im Scheitelpunkt der Kurve Geschwindigkeit vermindern. Aha! Das ist knifflig. Ja. Da ist jetzt die Frage, soll ich vor der Kurve bremsen oder im Scheitelpunkt der Kurve die Handbremse ziehen? Das. Also du tust auf jeden Fall 1 und 2 machen. Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern und erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen. Ja. Tja. So. Und drittens? Drittens? Halt habe ich rausgelassen. Nee, lasse ich auch raus. Das ist ich habe es aber wiederum reingepackt. Warum? Weil im Scheitelpunkt der Kurve, da bist du ja voll schon reingeschlazt mit übelster Geschwindigkeit. Ja, und du hast auch vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern. Ah. Wenn ich da schon mit 10 km/h in die Kurve tucker, dann bremse ich nicht noch mal im Scheitelpunkt der Kurve. Ja, wenn das eine 750 Grad Kurve ist, dann das geht ja nicht. Ja. Trotzdem, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Also ich lasse es drinne. Schauen wir mal. Okay. Cellphone geht aufs Risiko, kreuzt einfach alles an. Womit müssen Sie rechnen? Genau. Mit einer gefährlichen Linkskurve, mit einem hinter der Kurve liegenden gebliebenen Fahrzeug, mit Querverkehr vor der Kurve. Mein Gott, so blöd zum Lesen. Querverkehr. Also ich finde es langweilig. Ja. Das ist öde. Wozu das? Nee. Ey, ja. Ihr Süßen. Also da drückst du auf jeden Fall nicht alle drei an. Nee. Also ich tue die ersten zwei ankreuzen. Ja. Die dritte ja nicht, weil du siehst ja, es ist ja keine Einfahrt vor der Kurve. Oder ja. vor der Kurve. Es kann doch trotzdem ein Fußgängerüberweg sein und da fahren Fahrradfahrer rüber. Ich habe das dritte angekreuzt. Ja, das knifft dich auch. Ist Fußgängerverkehr? Ja. Ja. Echt? Oh, ja. Ich nehme trotzdem eins und zwei. Also ich habe alle drei genommen. Puste auch, ne? Ich habe nur das erste. Ich habe nur eins und zwei. Hast du das erste? Warum? Gerade das zweite kann auf jeden Fall zutreffen. Ganz ehrlich, das solltet ihr eigentlich aufnehmen, jetzt schon, wie ihr hier so am Rumtesten seid. Was meinst du, wir nehmen es doch auf. Guten Morgen. Was? Mann. So, wozu darf der rechte Seitenstreifen benutzt werden? Zum Halten und Parken, zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen oder zum Überholen? Zweites auf jeden Fall schon sicher. Zweites auf jeden Fall. Erstens bin ich mir nicht sicher, ob da jetzt zusteht, wenn ich eine Panne habe, weil dann muss ich ja halten. Halten und parken ist halt die Frage, ob das mit Halten, ob du da drinnen sitzen bleibst. Also wenn ich jetzt auf der Straße bin und ich habe jetzt richtig Druck auf dem Kessel und muss da richtig schön mal hier einen Liter Wasser in die Büsche bringen. Ja, du kannst halten, aber theoretisch schon. Ja, aber da steht aber zum Halten und Parken. Also ich hätte jetzt nur das zweite genommen. Ich habe auch nur das zweite genommen. Ich dabei. Ja. Wie verhalten Sie sich, wenn ein Bus an einer Haltestelle hält und Warnblinklicht eingeschaltet ist? Warten, wenn Fahrgäste behindert werden könnten, nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, nötigenfalls anhalten, beim Vorbeifahren durch ausreichend Abstand eine Gefährdung von Fahrgästen ausschließen. Alle drei. Ja, alle drei. Was ist das für ein Test, ey? Jetzt kommen wir mal hier zu einer richtig geilen Frage. Wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens herausragen, ohne dass eine Kennzeichnung erfordert ist? Ich habe meine Antwort eingetragen. Ich auch. Ich auch. Ich habe 1 Meter. Ja. Richtig so. Ich auch. Das hatte ich erst gerade in meiner letzten Fahrstunde. Ach, das bevor der Lappmann ans Holz kommt, 1 Meter. Ja. Genau. In welchen Fällen müssen Sie an einem Zebrastreifen besonders vorsichtig fahren? Wenn das Zebra noch blutet, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen, wenn die Sicht auf den Zebrastreifen behindert ist, wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem Zebrastreifen wartet. Da fahren wir erstmal hinten drauf.
Also bisher finde ich diesen Test echt langweilig. Ich sage euch auch, Leute, warum wir diesen Test machen, beziehungsweise warum genau diesen Test, weil die anderen sind alle so knifflig, dass wir alle verschiedene Zettel kriegen. Deshalb haben wir uns jetzt für den entschieden, da haben wir nämlich alle den gleichen. So sieht's aus. So, Puster, du darfst auch mal hier, Frage 12. So, Frage 12, wie verhalten Sie sich in dieser Situation? So, rechts das Bild, wir sehen Fahrer, vor uns ein rechtsabbiegender, wie soll ich das sagen? Transporter. Volkswagen-Bulli-Transporter. Und davor ein Mensch, der den Zebrastreifen überquert. Antwortmöglichkeiten. Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren. Antwort A. Ich warte vor dem Zebrastreifen, bis der Lieferwagen abgebogen ist. Oder C. Ich schließe sofort zu dem Lieferwagen auf. So, würde ich doch mal sagen, C fällt schon mal aus. Ja, eins und zwei definitiv. Denn das ist nicht gut. Man kann nicht einfach über einen Zebrastreifen fahren. Das geht nicht. Das arme Zebra. Das kann man nicht machen. Nee, nee. Ja. Es sind sehr viele Zebrastreifenfragen hier vorhanden. Ja, es ist auch ein wichtiges Thema. Es geht auch direkt weiter mit: an einem Zebrastreifen hält auf dem rechten Fahrstreifen ein LKW. Es steht nicht, wie schwer der LKW ist, aber Sie fahren auf dem linken Fahrstreifen. Wie verhalten Sie sich? Oha. Warten. Es ist so langweilig. Also. Warten, weil Fußgänger die Fahrbahn überqueren könnten. Warnzeichen geben. Hupen, Lichthupe aus dem Fenster. Genau. Warnzeichen geben, den LKW überholen. Zügig weiterfahren, wenn Sie vor sich keine Fußgänger sehen. Jetzt hänge ich, ganz ehrlich, mit Warnzeichen geben. Ja. Ist für mich Warnzeichen geben ein Blinker? Oder Hupen, ich hupe einfach mal. Ja. Schwierig, ja. Eigentlich habe ich gesagt, man hupt eigentlich nie. Man darf eigentlich nie hupen, außer wenn es wirklich halt sehr, sehr kritisch läuft. Ja, außerorts darf man. Ja, das ist aber innerorts. Ja, deswegen nicht hupen. Was weiß ich. Ich bin müde. Ich gebe trotzdem ein Warnzeichen. Ja. Diesmal mache ich das nicht, wenn ihr das macht. Nee, ich mach's auch nicht. Ihr macht's auch nicht? Jetzt hängt ich muss hier die Punkte sichern. Da gibt's 5 Punkte für diese Scheißfrage. Ich nehme die 1 einfach nur und guck. Ja, ich habe 1 und 2. So, jetzt kommen die Pfeile hier, Freunde. Jetzt geht's los. Oh. Ich bin in der Vorfahrtsstraße. Ich habe Scheiße. Vorfahrt. Und welches Verhalten ist richtig? Ich darf durchfahren. Yep. Komm, Cellphone. Welches Verhalten ist richtig? Wieder hier eine kurze Schilderung. Wir fahren auf eine Kreuzung zu. Wir wollen geradeaus. Von links kommt ein Pkw. Ah, nee, das ist ein Kreisverkehr. Das ist ein Kreisverkehr. Wir fahren auf einen Kreisverkehr zu. Von links kommt ein Pkw. Wir müssen reinfahren. Jetzt, welches Verhalten ist richtig? Der gelbe Pkw muss warten. Oder ich muss warten. Ich nehme die zweite Wahl. Also, früher, muss ich nur sagen, zu meiner Zeit hatte ich Vorfahrt. Ja. Ich glaube, ich wäre auch drauf reingefallen hier. Ich hätte gar keinen Kreisverkehr erkannt. Mensch, da muss man hier der blaue Pfeil. Stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich den Führerschein gemacht habe, ich glaube Puster und Friseurchen auch, zu unserer Zeit hatten wir da noch Vorfahrt. Ja, Moment, aber das hat sich dann geändert. Nee, das ist heute auch noch so. Das ist wirklich so. Und zwar sobald dann nur das, was die Schilderlage, die momentan so ist, nur dieser Pfeil nach rechts, sobald der da drin ist, spielt das keine Rolle. Es muss davor dieses umgekehrte Dreieck sein. Wirklich? Also, dann hast du Vorfahrt. Oder halt, dann musst du halten, Entschuldigung. Muss der gelbe Wagen jetzt warten? Also wenn das nach den alten Regeln ist, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich weiß momentan, so ist für mich das Verhalten, also der im Kreisverkehr ist, hat Vorfahrt. Genau. Ja, wir werden es ja nachher sehen. Also ich nehme jetzt mal den gelben Pkw, wir müssen warten. Boah, Puster, jetzt kommen wir an eine knifflige Situation, Hammer. Alter Schwede, jetzt geht's los hier. Ja. So, welches Verhalten ist denn richtig, Puster? Ich muss dem roten Pkw Vorfahrt gewähren. Ich habe Vorfahrt vor dem blauen Pkw. Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren. Mir ist die ganze Situation zu stressig, ich parke. Jawohl. So, also auf jeden Fall, ich muss den roten Pkw Vorfahrt gewähren. Und ich habe Vorfahrt vor dem blauen, weil rechts genau so vor das. Links. Und das ist nicht rassistisch. Nein, das war blöd formuliert, aber so ist das. Ja. Hey, was ist los? Oh. Also der rote fährt zuerst geradeaus. Genau, ja, genau, dann sind wir dran, wir sind auch blau. Ja. Und dann darf der nächste blaue erst. Ja, die ersten zwei würde ich sagen. Ja, so ist das richtig. Genau, in welchen Fällen dürfen wir hier überholen, beziehungsweise an einem Hindernis vorbeifahren?
Lächerlich. Worauf können rot-weiße Warntafeln an Fahrzeugen hinweisen? Ach du dickes Ei. Auf einen Anhänger, der innerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt ist, auf ein Fahrzeug mit Überbreite, auf ein Gefahrengutfahrzeug. Rot-weiße. Und da haben sie mich jetzt. Oh ja. Da haben sie mich jetzt. Rot-weiße. Ich bin mir ganz ehrlich auch nicht wirklich sicher, aber ich habe innerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt ist. Ja, das stimmt. Ich habe alle drei angekreuzt. Ich auch. Nee, ich glaube, Gefahrengut hat ein anderes Zeichen. Ja, hat das nicht so ein gelbes oder sowas? Glaube ich auch. Also die haben so eine Raute, sage ich, oder so ein seitlich gedrehtes Viereck, meine ich. Ja, irgendwie so, genau. Und das ist gelb, meine ich. Also das ist auf jeden Fall nicht rot-weiß, meine ich. Ja. Egal, ich habe meine Antwort eingeloggt. Also ich habe Gefahrgutfahrzeug nicht genommen. Ich habe es genommen und ich werde es jetzt auch nicht mehr ändern. Welche Fahrweise führt zum hohen Kraftstoffverbrauch? Jetzt ist erstmal die Frage, was für ein Auto haben wir? Wenn ich jetzt einen Ford Mustang habe, der hat automatisch schon mal einen hohen Kraftstoffverbrauch. Oder wir haben ein Elektroauto, da haben wir gar keinen Kraftstoffverbrauch. So sieht's aus. So. 1 und 3. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Volles Ausfahren aller Gänge. Da drehst du ja dann in die Fall extrem hoch. Klar, auch. Auch. Ja. Warum auch? Du drehst ja dann extrem hoch. Jetzt stell mal vor, du fährst im ersten Gang. Zweiter. Klar. Aber wenn ich gegen ausfahre, spare ich doch. Nein, du musst bei 2.500 Umdrehungen musst du schon wieder schnüppeln. Eifel. Egal, ich lasse es trotzdem weg. Was der Fahrlehrer zum Kuppeln gesagt hat. Und zum Schalten. Ja, ich schalte wie eine Schwuchtel. Erklär noch warum, nicht, dass ich nachher halte. Weil ich den Schaltknopf nur mit den Fingerspitzen anfange. Aber hey, jetzt nicht mehr. Das ist so geil, ihr sitzt im Auto, seid total nervös, habt den Knüppel in der Hand und seid da so schön am Schalten und dann kommt so ein Spruch von der rechten Seite, du schaltest wie eine Schwuchtel. Jawohl. So, was müssen Sie beachten, bevor Sie in einen Tunnel einfahren? Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abblendlicht fahren, die Sonnenbrille abnehmen, Nebelscheinwerfer einschalten. Also ich habe 1 und 2 genommen, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Sonnenbrille aufhabe und ich fahre einen Tunnel, lasse ich das Ding auf. Oh, war ja. Ich bin bis jetzt noch nicht gefahren, ich bin noch an der Theorie, genau gesagt bei der zweiten Stunde, deswegen kann ich da aus Erfahrung noch nicht sprechen. So, jetzt kommen wir zur Booster-Sleepings-Frage. Oh, jetzt geht's los. Habe ich viele Fehler. Hä? Kannst du nicht schon ausgewertet haben? Das sind doch nur Zusatzfragen, Alter. Zusatzfragen, jetzt geht's los. So. Was? So. Ja. Sie fahren mit höherer Geschwindigkeit. Wo können Sie besonders von Hindernissen überrascht werden? Ja, in Waldgebieten bezüglich Wildwechsel ist natürlich hier schon mal, gibt's schon mal einen Haken. In der Bergkuppen, ja natürlich auch. Und auf Autobahnen. Das ist halt auch wieder die Frage, ist es eine Autobahn, wo rechts und links ein Feld ist, wo komplett flach ist, oder ist es auch ein Wald, wodurch auch wieder Wildwechsel entsteht? Ja, ist es. Nee, aber drei fällt aus, drei lassen wir. Warum? Gerade auf Autobahn, drittens. Du fährst mit hoher Geschwindigkeit. Jetzt stell dir mal vor, du fährst dann mit 250 ganz gediegen über die Autobahn. Und dann auf einmal, ne, Stau. Genau, oder Panne oder sonst was. Jemand hat irgendwelche Teile verloren oder sonst wie. Sind gute Argumente, ja. Sind gute Argumente. Ich würde es nochmal ändern, ne? Nee, dass du ins Durchfällst hier. Ja. Ach, darf man nochmal ändern? Weil dann ändere ich hier oben nämlich meinen. Nee. Das hält aus. Ich habe mein Zeugs nicht mehr geändert. Ich auch nicht. Also ich habe 25 Fehlerpunkte. Ich stehe zu meinem Fehler. Und vor allen Dingen, das Wichtige ist, Eismann hat gerade die Theorie. Du hast ja abgeliefert, ne? Noch nicht. Okay. Dann kann ich mich anmelden. Wo ist das Parken verboten? Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und Ausfahrten von Grundstücken, an Taxiständen, unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen. Also vor Fußgängerüberwegen, weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, ob unmittelbar dahinter. Ich habe jetzt einfach mal angekreuzt, ist auch verboten. Ja, ich habe alle drei. Ja. Nein, hinter Fußgängerüberwegen ist es erlaubt. Man darf nur nicht 5 Meter davor parken. Ich ändere es jetzt nicht mehr. Ich lasse es jetzt drin. Ich habe an Taxiständen rausgelassen. Da parke ich nämlich auch manchmal. Was? Na klar. Ja, bei euch da drüben. Was soll denn das jetzt? Weiter. Wie müssen Sie Ihren PKW gegen Diebstahl sichern? Oh. Zündschlüssel abziehen, Lenkradschloss einrasten lassen und Fenster schließen, Türen und Kofferraum abschließen, die Differentialsperre einschalten, aktivieren. So,
Und jetzt zur Frage, was ist eine Differentialsperre? Und diese Frage beantwortet uns der Iceman. Ich habe keine Ahnung. Nee. Ich glaube, das lernt man bei uns gar nicht mehr. Gibt es das überhaupt noch? Ich kenne das auch, nee. Ich weiß auch nicht mehr, was es ist. Puster? Ey, wir sind so schlau. Nö, ich fall, nö. So, Sekunde. Moment, ich google gerade. Differentialsperre, Autolexikon, Autobild. So, Moment, es lädt. Also ich habe es nicht reingenommen. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich habe es rausgelassen. Also Differentiale gleich dazu, Schlupf am Rad mit der geringen Bodenhaftung zu vermindern. Also ja, Anti-Schlupfregelung. Ja, ja. Habe ich, siehst du, zack, habe ich nicht genommen. Aha. Ich habe es am Anfang nicht aktiviert, aber ich habe es dann nochmal rausgenommen vorher. Ich habe es auch nicht drin. Ne? Was ist bei der Verwendung eines Kindersitzes mit Prüfzeichen zu beachten? Der Kindersitz muss für die Iceman-Größe und das Gewicht des Icemans geeignet sein. Der Kindersitz muss für die Anbringung auf den vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein. Außer dem Prüfzeichen ist nichts weiter zu beachten. Eins und zwei. Ja. Das sind so Fragen, das sind Gummipunkte, weil es gibt immer Fragen, ja, was macht ihr? Ja, ich gebe Gas, mach die Musik laut auf und scheiße auf alles. Oder ich mache alles andere sicher und vorsichtig. Und ihr seid natürlich immer Leute, die sicher und vorsichtig alles machen. So ist das. Ja, da habe ich andere Erfahrungen. Hm? Ja, du. Ist auch eine Fahrlehrerin, die sagt, du fährst wie eine Schwuchtel. Ah, nee, du schaltest. Ja, nee, nichts gegen meine Fahrlehrerin. Schön mit dem kleinen Finger hier schalten, ey. Grüßen hier mit? Oh ja, das wäre mal was. Schaut sie doch eh nicht. Klar. Das ist klar. Ja, ändern. Ja, nicht wenn sie schaut, dann hast du ein Problem. Vielleicht kannst du es dann noch mit einem Gruß retten. Ja. Ja, schöne Grüße. An? Nee, du. Ja, komm, sag halt. Dann sag noch dazu, dass du ein bisschen verliebt bist und alles ist in Ordnung. Da wird noch was draus aus euch. Wie alt ist sie denn, wenn ich fragen darf? Hallo Bambi, ich bin's Klopfer. 26 ist die Dame. 26? Das liegt ja noch im Rahmen des Möglichen. Also. Ja, eben. Geht noch, ja. Da geht noch was. Also, wie gesagt, und genau, machen wir direkt als Videofrage. Wie ist der Anmachspruch, den Iceman bringen soll bei seiner Fahrlehrerin? Ich bin für den Spruch, hallo Bambi, ich bin's Klopfer. Puster, was ist dein Spruch? Mir fällt nichts ein. Ist aber ein komischer Spruch. Ja, ich habe auch keinen Spruch, weil das geht doch meistens von alleine. Ich brauche nichts sagen. Ah, alles klar. Automatisch bei dir umrückt, ne? Ja, sicher. Bitte? Ja, was ich vorhin gesagt habe, ob sie Iceman mal was anderes so, am Schaltknüppel zeigen kann. Oder so. Okay, Cellphone? Ja, ich kann mich nur Pusters Antwort einschließen. Man braucht keine Worte, um da genau. Einfach nur nackt zur Fahrschule kommen. Ja. So. Gleich haben wir es geschafft, Leute. So, also schreibt in die Videokommentare euren Anmachspruch für Iceman. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie ein Fahrzeug mit Beifahrer-Airbag fahren wollen? Oh. Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder darf auf dem Beifahrersitz nicht angebracht werden. Dem Beifahrersitz darf eine nach vorne gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden. Auf dem Beifahrersitz darf eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden. Ist ja wie ein Dreisatz hier. Das ist mir zu hoch. Selbe, das ist zu hoch. Eine nach hinten gerichtete. Also ich sag's mal so, zwei sind richtig. Warte doch mal. Ich hab alle drei falsch. Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder. Was ist eine Rückhalteeinrichtung? Ja, Kindersitz eben. Oder was? Ja. Ich nehme an, das ist ein Kindersitz. Okay. Ja. So, die ist schon mal richtig. Ja, die erste ist schon mal falsch, oder? Hä? So, ich habe 1 und 2 genommen, nachdem ich den Dreisatz jetzt gelöst habe. Ich kann es auch erklären, weil 1 und 2 sagen eigentlich das Gleiche aus. Ja. Das eine halt einfach widerspricht nur, man dem darf, ersten. Genau. Also man darf halt einfach nur, wenn der Kindersitz mit dem Kopf, also wenn das Kind quasi nach hinten guckt, so darf es nicht sitzen. Und das sagen alle die ersten beiden Aussagen. Da gibt es ja immer diese schönen Schilder eben auch direkt vor den Airbags eben, also im Normalfall, so jedenfalls bei uns im Auto halt so. Nur ein Kind normal sitzen darf, wie auch ein Erwachsener nur halt in seinem Kindersitz. Also ich habe 1 und 2. Ein Erwachsener nur in seinem Kindersitz. Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren wollen? Die Ladung muss sicher befestigt sein und darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen. Einzelne Gegenstände, zum Beispiel Pfähle, habe ich sehr häufig mit dabei. Stangen, waagerecht liegende Platten dürfen seitlich über den Umriss des Fahrzeugs hinausragen. Nee. Oh, nee. Nee. Zeitlich darf, glaube ich, gar nichts überragen, oder? Da bin ich mir nicht sicher, oder nur ganz gering. Ja. Darf nicht über die, ich glaube, Spiegel gehen. Ich glaube, nach oben 2,50 Meter oder so ist das Maximum.
Und ja, da vor das und nach hinten und eben, wie wir es vorhin schon hatten, oder nach hinten raus war das ja eben ein Meter, ungekennzeichnet und insgesamt, glaube ich, 2 Meter oder sowas oder so. Ich weiß es nicht genau. Sowas die Richtung also. Naja, so. Also die 1. Genau. Ja, würde ich auch sagen. So, und nächste Frage. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Bei Seitenwind, Geschwindigkeit. Da gehe ich Kart surfen, Mann. Was? So, Antwort A. Bei Seitenwind Geschwindigkeit herabsetzen. Bei, auf Gegenlenken einstellen. Hä? Auf Gegenlenken einstellen? Was ist das denn? Ja, das heißt, Flugbetrieb wenn der Wind einstellen. Ein Fahrzeug drückt. Mann, Puste. Links, links. Ja, Alter. So, hier. Zack, gibt erstmal hier ein paar so, Klicks. So, und jetzt hier, die Preisfrage. Oder? Wie heißt dieses Teil? Ist das eine Windhose? Ja, eine Windhose. Windhose oder Windrose? Rose oder Hose? Mit Windhose. H oder mit Hose. Hose, ja. Hose ist nämlich so eine Art kleiner Wirbelsturm, ne? Ja, ja. Kann genau. Sein. Wie kann Lärm vermindert werden? Sag mal, seid ihr schon fertig? Habt ihr jetzt alles angekreuzt? Drei oder? Fragen noch. Achso, ja. Zum zwei habe ich angekreuzt. Auf Flugbetrieb muss ich mich ja nicht einstellen. Nö, ich denke auch nicht. Wie kann Lärm vermindert werden? Durch Fahren im vierten oder fünften Gang in Ortschaften? Oh. Warte, da fahre ich im zweiten Gang durch. Ey. Oder durch Fahren mit hoher Geschwindigkeit. Ich habe nur die oberste. So ist das auch richtig. Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, im fünften Gang, also wenn ich jetzt mein Fahrzeug im fünften Gang fahre, dann muss ich mindestens schon 70 fahren, damit der nicht rumtuckert. Ja. Bei 50 wird es auch schon kritisch. Was hast denn du für ein Auto, ey? Ein Seat Leon. Ah, okay. Musst du mal mein Gamescom-Video sehen, da siehst du, wie ich mit 160 über die Autobahn verbreite. Und ich fahre mit meinem Fahrrad im 21. Gang momentan halt noch durch die Ortschaften. Ja. Das steht hier halt leider nicht drin. Das würde ich im fünften Gang machen. Ist halt. Da drehte ich mich zu Tode. So. Welche Vorteile bietet eine Antriebsschlupfregelung, die sogenannte ASR? Beim Anfahren wird das Durchdrehen der Räder vermindert. Beim Anfahren auf glatter Fahrbahn wird die Gefahr des seitlichen Wegrutschens geringer. Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert. Also, ich habe 1 und 2 angekreuzt. Das dritte ist ja das ABS. Ja, ABS ist das. Antiblockiersystem. Ja, genau. Ich lasse einfach 2. Eins ist wahrscheinlich auch richtig, aber ich will unbedingt durchfallen. Woran kann es liegen, wenn der Dieselmotor Ihres Fahrzeuges trotz vollem Tank stehen bleibt? Luft in der Kraftstoffanlage, verstopfter Kraftstofffilter, defekte Glühkerzen. Oh. Musst du mal nach denen drehen. Defekte Glühkerzen, heute heißt es doch Zündkerzen hier, oder? Ja, echt, ey, von wann ist das hier? 1930, oder? Aber verstopfter Kraftstofffilter dürfte eigentlich auch nicht gehen. Nee. So, seid ihr fertig? Ich habe einfach alle drei eingekreuzt, ja, weil ich keine Ahnung habe. Auswerten, 3, 2, 1, ab. Oh mein Gott. Scheiße. Ich bin durchgefallen. Ich auch. Wie viel habt ihr? 10 Fehlerpunkte. 25. 10 hast du? Also erlaubte Fehlerpunkte 10. Genau. Also, ja, ja. Und wie viel hast du, Pussy? Gemacht Fehlerpunkte 20. Ich habe 26. Ich habe 23. Ich hab 27. Ey, der Bus fährt plötzlich rückwärts. Also mal ganz ehrlich. Das ist aber ein Witz, ey. Das ist echt ein Witz. Leute. Wieso? Muss das angekreuzt sein? Muss angekreuzt sein. Stimmt. Muss nicht. Achso, muss nicht? Muss so. Nicht. Ach nee, die Frage wenn ihr was falsch habt, dann ist es oben rot. Ah, mit Querverkehr in der Kurve ist bei mir der erste Fehler. Leute. Geht mal bitte auf Frage 8. Ja. Habe ich falsch. So. Nice, zum Überholen. Zum Überholen. Nee, zum Halten und Parken ist noch eine richtige Antwort. Ah ja, stimmt. Ja, habe ich. Ach so. Also kannst du, wenn du da bist, kannst du mal eben kurz Pipi am Rand machen. Das hätte ich nicht gedacht. Gut zu wissen. So, was haben wir hier? Warnzeichen geben und LKW überholen. Okay. Frage? 13 ist bei mir die nächste falsche. Bei mir war 12. Ihr 15, Freunde, Kreisverkehr, ne? Mhm. Eieiei. Schön falsch gehabt, ey. Ich muss warten. Ja, nee, ich hatte es richtig. Der gelbe also, PKW muss warten. Das aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne bei mir jetzt so hier im Umkreis ein paar Kreisverkehre und da ist keiner, wo kein Zeichen ist, also wo kein Vorfahrt Nee, das stimmt. Das kenne ich ja, nee, es ist ja kein, oder so. Es ist ja kein Vorfahrtszeichen da. Es ist ja nur dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses umgekehrte Dreieck. Das heißt ja dann eben, dass du stoppen musst. Vorfahrtsgewehren. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen schockiert. Auf jeden Fall, ey. Das ist da aber klar, jeder, der so einen Test machen würde, würde durchfallen. Wo ist das Parken verboten? Unmittelbar, ja, hat der Eisi ja gesagt. Mit gehöhter Geschwindigkeit. Also mal ganz ehrlich, liebe Freunde,
wenn das hier irgendeiner sieht, der so einen Test mal schreibt, wenn ich mit 250 Auto auf der Autobahn langbrezel, dann kann ich von einem Hindernis überrascht werden, wenn irgendwie vor mir ein LKW eine Ladung Kies verloren hat. Also mal ganz ehrlich. Also mit der Frage, da lege ich ein Veto ein. Ja, stimmt. Welche Frage? Zusatzfrage 1. Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Da man ja auch immer hört, ja, Sofa auf der Autobahn liegen oder sonst was. Oder die Kühe rennen gerade drüber. Naja. Okay, defekte Glühkerzen ist eigentlich logisch. Ja, das hab ich auch. Ah, scheiße. Ich habe da dran gedacht, so, dass der Wagen nicht anspringt. Verdammt. So, was lernen wir da raus? Nimmt die Frage nicht zu locker, wie wir es am Anfang gemacht haben. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Schaut mal bei den Zusatzfragen, da ist immer die unterste Frage falsch. Ob das ein Schweinebacken? Ja, mysteriös. Also, gut. Vielleicht werden wir das Ganze nochmal machen, nachdem wir uns hier mit... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schockiert. Ja. Ich habe geahnt. Ich habe übrigens zwei Fragen mit 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet und davon ist auch nur eine erlaubt. Muss ich jetzt auch nochmal gucken. Wie sieht es denn bei mir aus? Ich habe ziemlich viele Dreier. Und zwar der Zebrastreifen, wo ich das Warnzeichen gebe, wo ich laut hupe. Das wäre die Frage, die ich geändert hätte noch. Stimmt. Hey, aber wie ist es denn, wenn man so von diesen Kreuzungsfragen und sonst, also wo es über die Kreuzung und Vorfahrtsregelung und sowas geht, wenn man davon doch 2 oder 3, ich bin mir nicht sicher, falsch macht, dann fliegt man doch auch durch, oder? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Also das ist für mich schon zu lange her. Icy, du musst es doch wissen. Oder nicht? Also okay, ich habe nicht meine Führerscheinprüfung mit 0 bestanden. Das weiß ich mit 6 Fehlern, ey. Ich habe wohl nie dafür gelernt. Aber wir durften also 10 Fehler, ich glaube, wir durften 8 machen, glaube ich, oder? Ja, also bei mir war es noch gut, du bist ein bisschen älter als ich, ne? Ich bin 31. Also ich bin 27 und bei mir war es, man konnte 9,5 Fehler haben, dann hast du bestanden. Genau, 9,5, stimmt, 9,5. Da gab es sogar halbe Fehler. Ja, kommt hin, ja, kommt hin. Ja. Nee, also vielleicht machen wir das Ganze nochmal. Ja, haben uns schön blamiert. Genau, vor allen Dingen, weil wir am Anfang noch gesagt haben, boah, ist das kicki, boah, ist das leicht. Wir sind schön durchgeraucht. Aber das Schöne ist, wer den Lappen hat... Der hat ihn. Ja, meistens. So, in diesem... Oder muss ihn ab und zu abgeben, ne? 32 so. Minuten. Ich hoffe, ihr habt euch das angeguckt. Weil daraus könnt ihr noch was lernen. Und wie ihr richtig schaltet. Genau, wie ihr richtig schaltet. Ich verabschiede mich beim Puster 82 und bedanke mich für das erste Dual Commentary mit dir. Ja, war spontan, aber hat mir auch recht gut gefallen eigentlich. Ja. Ich bedanke mich bei Iceman V7, der hier mal nicht gewagequittet ist. Ja, danke. Ich bedanke mich beim Friseur, damit wir auch noch ein bisschen hier die ostdeutsche Quote erhöht haben. Ah ja. Ich habe nichts gegen Ossis, nein. Ich habe auch nichts gegen Ösis oder gegen Türken, auch wenn wir die heute besiegt haben, mit Recht. Oh, mit Recht. Und ich bedanke mich bei Selfowned. Ja, danke. Ich habe ein cooles Dual-Commentary mit unserer Bundeskanzlerin gemacht hat. Dankeschön. Ja, in diesem Sinne, tschüss. Verabschiede ich mich mit einem Gutschuss oder einer guten Fahrt. Euer Commander Krieger, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.